viene con su muerte. Si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son Buenos Aires. La vida es nada más que un blanco. Wunderschönen guten Nachmittag, liebe Freundinnen, Freunde. Y debemos afrontar los retos para ganar hegemonía entre la clase trabajadora, por más que este sea un movimiento de reflujo. Necesitamos organizarnos, ser capaces de llegar a un discurso de mayoría social. Como dijo Marx, la peor lucha es la que no se hace. Preguntará por qué cantamos. Cantamos por... Profesor Dr. Georgios Katrougalos, Sozialminister der Syriza-Regierung in Griechenland. Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch. Krieg ist Terror und Terror kann man nicht mit Terror bekämpfen. Und deswegen ist dieser Krieg falsch und er ist die falsche Antwort. Wir sind in einer politischen Situation, wo sich Deutschland und Europa vorsichtig gesagt problematisch entwickelt. We have not changed after the compromise. Not more than Lenin and the Bolsheviks have changed after Brest-Litovsk. A compromise does not mean that we abandon our political principles and our goals. Genauso wie Lenin sich mit dem Kompromiss von Brest-Litovsk nicht verändert hat in seinem Wesen, so sehr haben wir uns nicht durch diesen harten Kompromiss verändert als politische Kraft. Das neue Jahr begann auch mit einer sehr üblen Form von Gewalt. Ich meine den Männerexzess in Köln in der Silvesternacht. Ich sehe das wie Dietmar. Die Täter müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Bei sexualisierter Gewalt gibt es weder einen Malus noch einen Bonus in Bezug auf die Herkunft. Und die lebensgefährlichen rassistischen Übergriffe nehmen zu. Terrorismus und Rassismus sind Brüder im Geiste. Sie verstärken sich gegenseitig. Jede Bombe, die fällt und einen Unschuldigen trifft, gibt den Terroristen neues Propagandamaterial. Jede Bombe ist Kraftfutter für den Terror. Und auch deswegen sagen wir Nein zu jeder weiteren Bombe. If we will not succeed in creating a progressive left response to the current crisis, a danger of fascism is indeed very much on the table. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage ja immer, es ist, wie es ist, und ich habe vorhin auch natürlich dem griechischen Arbeitsminister zugehört und zu Griechenland, da kann ich nur sagen, es ist, wie es ist. Und weil es so ist, frage ich mich heute, who the fuck war eigentlich dieser Yannis Varoufakis? Die Linke in Europa steht zu Beginn des Jahres 2016 vor gewaltigen Herausforderungen. Es waren und sind die bürgerlich-konservativen Parteien, und auch das muss man sagen, auch die Sozialdemokratie. Ihre Politik hat in ganz Europa den sozialen Zusammenhang zerstört. Es ist aber die zentrale Aufgabe der gesamten europäischen Linken, rechte, rechtspopulistische oder gar faschistische Politik zu bekämpfen und linke Alternativen stark zu machen. Keine Bundeswehr da, wo der Wehrmachtsstiefel schon war. Ich weiß gar nicht, wer mehr beleidigt sein sollte, Helmut Kohl oder die Linke.
dass heute das letzte politische Asyl für diese Position bei der Naja, der Pass ist der edelste Teil von einem Menschen. Er kommt auch nicht auf so einfache Weise zustande wie ein Mensch. Ein Mensch kann überall zustande kommen. Auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund. Aber ein Pass? Niemals. Während ein Mensch auch noch so gut sein kann und doch nicht anerkannt wird. Man kann also sagen, der Mensch ist nur der mechanische Halter eines Passes. Der Pass wird ihm in die Brusttasche gesteckt, wie die Aktienpakete in den Safe gesteckt werden, der an und für sich ja keinen Wert hat, aber Wertgegenstände enthält. Und doch könnte man behaupten, dass der Mensch in gewisser Hinsicht für den Pass dringend notwendig ist. Herr Bertolt Brecht sagt, Patriotismus, sich mit dem Staat abfinden, ist so notwendig, als sich mit dem Scheißen abfinden. Ich kann nicht anders. Ich muss laut aufschreien. Es ist Zeit für einen Aufschrei für uns alle. Einen unüberhörbaren lauten Aufschrei. Nie wieder sollte die Menschheit durch Kriege bedroht werden. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als dass die Erfahrung meiner Generation in Vergessenheit gerät. Dann wären alle Opfer des Faschismus und des Krieges, alles, was wir erlitten haben, umsonst gewesen. This means we have to challenge NATO, a power that elevated itself as a super state of permanent provocation, setting fire to the Middle East, digging again, a military division of Europe. La verità, senza radaka, senza bomba, senza guerra, e caramata binici. Ich bin stolz darauf, dass wir die einzige Antikriegspartei im Deutschen Bundestag sind. Das ist ein Grund, warum wir stolz auf unsere Partei sein können. Der Kapitalismus, dieses Wirtschaftssystem, das tötet, das ist die Fluchtursache in diesen Tagen. Es ist die Fluchtursache weltweit. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, con Fidel te decimos, hasta siempre comandante, y aquí se queda. Hasta siempre, comandante.